Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir spielen Assassin's Creed Valhalla. Gerade heute rausgekommen, gerade frisch installiert. Und ich bin gespannt. So, das kann von mir aus alles gleich bleiben. Ich habe sowas noch nie geändert. Ja, nö, passt. Jo. Aber ansonsten passt auch hier alles. Und wir starten ein neues Spiel. Es gibt mehr Symbole, die dich zu deinen Belohnungen führen. Ich glaube, Entdecker sollte passen. Achso. Ja. Wir bleiben auf Standard. Wir bleiben auch hier auf Standard. Und dann kann es auch schon losgehen. Still, ihr Kinder der Götter, hört meine Geschichte über den Anfang der Zeit. Alles war dunkel. Es gab keinen Sand und es gab kein Meer, keine Erde und keinen Himmel, kein Gras und keinen Wind. Bis das Feuer auf Eis traf im weiten Nichts. Und aus diesem Schrei entstand der Riese Ymir, das erste aller Wesen. Der stolze Ymir, grausam getötet, doch aus seinen Knochen und seinem Blut und seinem Hirn ward die Welt erschaffen. Die Welt, in der ihr lebt und Kriege führt. Da bist du ja. Und das sind wir jetzt. Der oder die kleine Ivor. Mal ein bisschen umschauen. Vielleicht findet man noch interessante Dinge hier. Da draußen klingt es nach einer Versammlung. Nach einem, wie nennt man es nochmal? Ting. Okay. Hier scheint es sonst nichts mehr weiterzugeben. Eivor, hier ist ein Lied für dich. Möge es dich tragen. Auf jeden Fall hat man sehr viel Spaß, möchte ich mal behaupten. Aber bist du ja keine Dringer. Geh. Hast du unseren König gesehen? Ja, gut. Komm, Eva. Hast du den Reif? Ja. Und nun zu unserem kleinen Plan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasche ihn mit dem Geschenk. Du hältst es hin, etwa so. Siehst ihm in die Augen und sagst, König Dyrbjörn, mögen unsere Clans ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe.
Kannst du das für mich tun? Mhm. Gut. Heute Nacht wirst du das Band sein, das unsere Völker bringt. Ich bin so stolz auf dich, Eva. Komm hoch, Olaf. Bleib wach, mein Freund. Mein Schwert dürstet nach Blut. Ich bin bereit für den Kampf. Wie schön, so viele herzliche Leute in unserem Heim zu haben. Okay, reicht. Gute Nacht. Oh, du hast nichts zu trinken? Na komm, ich bringe dir was. Ich kann nicht. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss 2 große Langschiffe wert sein. Gib es her, ich gebe es ihm. Mein Vater bat nicht, Sigurd. Wie du willst. Aber dann bekommst du kein Met. Oh, Met. Gib mir Met. Wo bist du? Hier, nimm den Reif. Ich will. Gib mir den Met. Gib mir den Met. Okay. Was soll ich denn anschalten? Den verstehe ich nicht so ganz, ehrlich gesagt. Aloy? Ja, fast. Und? Hast du den Reif? Gut, den hat dein Großvater getragen. In einer Schlacht auf den Nordwegen. Mutter? Ja? Können wir Sigurd unser Steinmännchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Jetzt geh. Überbring das Geschenk. Unsere Clans auf ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Danke, Eivor. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Weil Odins Met uns Stärke bringt. Helmut und Ehrenkind. Ein Krieger fällt bei Kyria. Ein Krieger fällt bei Kyria. Nach Valhall wird der Held gemacht. Das Horn wird die große Jetzt noch nicht.
als hätten wir uns jemals an irgendwelche Anweisungen gehalten? Es wurde verkündet. Der Vorhang ist gelüftet. Nichts ist wahr, ehe es von den Zweigen Yggdrasils gebrochen wurde. Als ob wir uns jemals an Anweisungen gehalten haben. Datenströme, die sich in derselben DNA überlappen. Ich weiß nicht wieso. Behebt das oder hol mich raus. Ich kann die Ströme mit einem Filter aufsplitten. Moment. Okay, hat geklappt. Sicher? Ich weiß nicht, wo das Problem lag, aber ich kann es umgehen. Du musst einen Strom auswählen, damit alles stabil bleibt. Es gibt doch eine dritte Option. Ich kann den Animus deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Wie du willst. Okay, ich dachte gerade, ich habe irgendwas schon verhauen und wir haben verloren. Okay, wir können den Animus entscheiden lassen. Der Animus greift auf den jeweils stärkeren weiblichen oder männlichen Datenstrom zu. Du kannst diese Einstellung später ändern. Wir könnten auch direkt auf weiblich oder uns direkt komplett für männlich entscheiden.
Mir wurde empfohlen, den Animus entscheiden zu lassen. Und ich glaube, das werden wir auch tun. Okay, ich gebe es ein und springe nach vorne zu einem Zeitpunkt, an dem die Ströme synchroner sind. Heil, Björ. Wie lange verfolgst du mich schon, Wolf? Mal. 17 Wind. Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt? Erinnerst du dich? Die Axt deines Vaters. Die Waffe eines Feiglings. Einer verspotteten Schlange. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch ich weiß, du würdest kämpfen bis zum Tod. Für ein glorreiches Ende. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage als Trell leben. Gedemütigt. Dein Tod wird einsam sein. Töte den Rest ihres Trupps! Lass sie leiden! Eivor Wolfsmal ist nicht mehr! Dieser Name ist für die Welt gestorben! Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha! Auf zum Schiff! Eine Bewegung. Und ich stech dir die Augen aus, kapiert? Der Wind bläst aus Süden. Wir segeln nach Norden und setzen dann Kurs West. Also, was habe ich dir gerade gesagt? Ehre gebunden. Schöner Einstieg. Wir starten auch direkt mit der weiblichen Version. Und Eivor spricht man es aus, nicht Eivor. Gut zu wissen. Meine Mannschaft ist in Gefahr. Ich muss zu ihnen. So, und ich muss mich erstmal ein bisschen zurechtfinden. Weil ich seit gefühlt 10 Jahren kein Assassin's Creed mehr gespielt habe. Okay. Schlagen mit R1, alles klar. Das war jetzt nicht ganz gewollt, aber schön, dass es funktioniert. Okay, man kann auch durch die Fenster. Odins Sicht. Untersuche die Umgebung, um alle interaktiven Elemente in der Nähe zu sehen. Besser. So. Ja, mit Essen ist immer besser. Das ist wohl wahr. Okay.
Wenn du bei voller Gesundheit bist, wird gesammeltes Essen in Form von Herz, also von Mahlzeiten aufbewahrt. Ah, okay. Also unten links das Herz mit der Aufschrift zeigt an. Also das Herz mit der Zahl. Verstehe. Gut, wir sollten uns aber vielleicht jetzt doch ein bisschen beeilen. Das hebe ich für später auf. Du hast genug Nahrungsmittel für eine Mahlzeit gesammelt. Wenn deine Gesundheit angeschlagen ist, nach rechts zum Verzehren. Proviant voll. Okay. Es wird wieder schön neue Steuerung merken. Nebenbei läuft ja auch noch Ghost of Tsushima. Achso. Sammeln kann ich ja gar nicht mehr. Aussichtspunkte. Erreiche den Aussichtspunkt, um dir einen besseren Überblick über die Umgebung zu verschaffen. Ich werde mir auf jeden Fall die ganzen Namen noch drauf schaffen, dass das auch fehlerfrei ausgesprochen wird. So. Das sieht schon sehr geil aus. Gut. In welche Richtung können wir runterspringen? Ölfalsnies, wo der Eidbrecher meine Leute gefangen hält. Okay, das wäre jetzt nicht unbedingt die Wahl. Also, das wäre jetzt nicht unbedingt meine Wahl gewesen. Aber gut. So, da unten steht jemand. Scheint aber auch der Einzige zu sein. Ach ja. Das allseits beliebte Leichentragen geht wieder los. Aber sie wirft ihn nicht, schade. Ich glaube mal, hier auf dem Weg werden jetzt noch so ein paar seiner Männer sein. Rabenperspektive. Mit dem Raben kannst du dir einen besseren Überblick über deine Umgebung verschaffen. Sie für mich sühnen. Ah. Eigentlich wollte ich den Typen. Ah. Nein. Genau, ansonsten sehe ich soweit erstmal nichts. Alles klar. Mit einem Raben ist natürlich auch cool. Ich versuche mich mal so ein bisschen von hinten anzuschleichen.
denn wir haben auch einen Bogen. So, den findet auf jeden Fall niemand mehr. Apropos besserer Überblick, den verschaffen wir uns mal hier oben. So ein bisschen. Eine Hütte. Leder und Eisenerz. Wunderbar. Und ein Brief. Kjötvis Befehle. Rikulf, bereite Varins Kind für deine Sklavenhändler vor. Die anderen kannst du für dein Blutopfer nehmen. Kjötvi. Das da hinten sieht nochmal aus wie so ein Aussichtspunkt, aber da müssen wir jetzt auch erstmal nicht hin. Wir müssen unsere Männer befreien. Kjötvis Krieger. Ich sollte mich nicht sehen lassen. Sobald dieses Land unter Kjötvis gefallen ist, leben wir wie die Jarls. Solange der Rabenclan lebt, wird das nicht geschehen. Die kämpfen wie Berserker. Ach so. Okay, sie sammelt Sachen auch automatisch ein, sobald man da in der Nähe ist. Also gewisse Sachen. Also sie sind hier auf jeden Fall lang gekommen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir unbedingt straight dem Weg folgen müssen. Oder auch hier einfach querfeldein. Boah, hat der mich erschreckt. Hm? Singendes Eisen. Da findet ein Kampf statt. Ja. Alter Hund, du lebst. Oh ja. Hab mich vom Schwertchor weggeschlichen. Was ist mit dir? Kjötvi wollte mich verkaufen. Ein Fehler, den er bereuen wird. Jedoch nicht heute. Ich sah ihn in Öchwaldsnes auf ein Schiff steigen und gen Osten segeln. Ohne unsere Mannschaft. Noch ist es möglich, unsere Männer zu retten. Ich finde sie, du machst das Langschiff bereit. Du Rampensau. Du willst die Rettung allein übernehmen, damit es im Siegeslied nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen, 2 Dutzend Männer töten, unser Drachenboot nehmen und siegreich die Segel setzen. Wie du willst. Nein, nein, ich nehme den Strand. Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den unseren ab. Oh, und hier. Der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen. Geh. Wir sehen uns dann beim Schiff. Schlacht um die Nordwege. Jetzt haben wir auch ein Schild. Waffen. Es gibt 3 Hauptfelder für Waffen. Jede Waffe ist einzigartig und ermöglicht einen eigenen Kampfstil. Das Ausrufezeichen wird angezeigt, wenn ein neuer Ausrüstungsgegenstand aufgenommen wurde. Haupthand. Waffen, die in der Haupthand ausgerüstet werden, verursachen den Großteil deines Schadens und bestimmen deinen Kampfstil. Für einen etwas defensiveren Ansatz kannst du auch Schilde in der Haupthand ausrüsten. Nebenhand. Du kannst Waffen und Schilde auch in der Nebenhand ausrüsten. Diese haben dann eine unterstützende Wirkung auf deinen Kampfstil. Zweihandwaffen. Beidhändig geführte Waffen belegen beide Waffenfelder. Bogen. Neben deiner Nahkampfwaffe ist auch immer ein Bogen für Fernkampfangriffe ausgerüstet. Es gibt 3 Arten von Bögen, die je eigene Pfeile benötigen. Sieh dir die Werteübersicht im Inventar an, um mehr Details zu deiner aktuellen Ausstattung zu erfahren.
Okay, schwerer Schaden wird nach leichten Treffern erhöht, maximal 6-mal. Interessant. Wir könnten also jetzt hier das Schild in die Haupthand nehmen. Machen wir aber nicht. Wir nehmen die Axt. Und die Nebenhand bekommt das Schild. Den Schild. Entschuldigung. Okay, wunderbar. Klamotten gibt es dann später auch noch. Wunderbärchen. Und L1 ist dann verteidigen. Verstehe. Gelegenheit offenbaren. An einem pulsierenden Leuchten im Kompass erkennst du, dass du in der Nähe von Schätzen, Rätseln oder Artefakten bist. Ah. Das ist das. Wir könnten natürlich auch den Raben losschicken. Überblicke das Land, Freundin. Ah. Weiblicher Rabe? Weiblicher Eivor, weiblicher Rabe? Oder wie läuft das? Kjötvis Krieger krauchen durch Irrwaldsnäs wie Läuse. Wenn ich durch das Haupttor gehe, falle ich vielleicht auf. Das sagst du mir, während du vorm Haupttor stehst. Mit deinem Raben kannst du Questziele orten. Mhm. Zeig mir, was vor uns liegt. Achso, markier das doch nicht alles da drüben. Okay. Das Langhaus. Meine Mannschaft sollte da drin sein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ah, shit. Das war nicht gut. Klemmt, ich muss auf die andere Seite. Okay, das wird dann angezeigt durch die... Okay, verstehe. Kohlebarren. Reichtum erworben. Der hat gar nichts mitbekommen. So, ich verstehe das jetzt so, dass ich da hinten hin muss, oder wie? So. Aber wie soll ich denn bitte da hinten... Ich werde ja wohl nicht schwimmen, oder? Und hier so ein Boot nehmen wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ich dachte, ich soll zum Langhaus. Ich laufe da nochmal hoch. Durch. Okay, da stand gerade noch Gebiet finden.
okay, es geht hier rum. Natürlich. Macht ja auch Sinn mit dem Langhaus, aber... So. Im Dach sollte es eine Öffnung geben. Okay, das funktioniert irgendwie nicht so ganz. Also von der Seite kommen wir nicht hoch. Vielleicht von der. Nehmen wir einfach die Öffnung. Wenn du dich weiter so findest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. Das wollen wir beide nicht. Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig werden, du Aas. Feigling, binde mich los und gib mir eine Axt in die Hand. Ich schulde dir gar nichts, Rabendreck. Oder deinem Clan von Trell und Bauern. Du, leg die Axt beiseite oder stirb durch meine. Du solltest auf einem Sklavenschiff nach Irland sein, Wolfsmal. Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest... wird Odin dich sicher freudig empfangen. Du hast gerade dein Leben verwirkt. Oh Gott, bitte nicht. Ich schick dich direkt zu Hel. Nie nieder, Wolfsmann. Dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe. Stirb, du niederer Abschaum. Uah, Hilfe. Die Steuerung, beziehungsweise die Kampfdingens von Ghost of Tsushima ist noch so drin. Ausdauer wird verbraucht, wenn du ausweichst oder einen Angriff fehlschlägt. Ist sie ganz verbraucht, kannst du nicht mehr ausweichen oder blocken, bis sie wieder voll aufgefüllt ist. Okay. Der tat weh. Vater, du hättest sie bis zum bitteren Ende festhalten sollen. Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Nein, nimm deine Arme! Nein, Varin! Tötet sie alle! Nein, Varin! Nein! Ja.
Eivor, was ist mit dir? Bind uns los! Was? Oh, ja, natürlich. Ah, ich bin dir sehr dankbar, Wolfsmal. Auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Hört her, wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Das musst du uns nicht zweimal sagen. So, Rüstung erhalten. Schauen wir mal ganz schnell rein. Okay, wir tragen jetzt eine Trellhose. Können jetzt aber nehmen... Okay. Eine Rabenclan-Hose. Natürlich nehmen wir die mit. Rabenclan-Armschienen. Sehr, sehr gerne. Dann noch den Rabenclan-Mantel. Und natürlich die Rabenclan-Rüstung. So, und dann natürlich als Waffe muss die Axt unseres Vaters sein. Und voll aufgerüstet geht's dann in Richtung Langschiff. Weg mit dir. So, war's das? Das scheint's gewesen zu sein. Dann auf zum Schiff. Aber da werden noch einige entgegenkommen, glaube ich. Folgen die? Okay, weil wir auch komplett falsch laufen. Ihr denn alle her? Ach Gott. Näher ran, Eivor. Eivor. Nö. Ach, verdammt. Ich habe gerade gedrückt. In dem Moment habe ich gerade gedrückt. Ich hoffe, der Speicherpunkt ist jetzt nicht zu weit weg. Bitte setz uns jetzt nicht komplett vorne wieder raus. Ah, okay. Damit kann ich leben. Diesen Wachen entgeht nichts.
So, das Leben entgeht ihnen. So, ich muss nur zum Boot. Oh Gott, schneller bitte. Filmischer Kamerastil? Achso, Entschuldigung. Es recht still, Eivor. Kein Wort über das Unheil, in das du uns geführt hast? Wir hatten in diesem Kampf keine Verluste. Und die Männer, die uns erniedrigt haben, sind tot. Was gibt es da zu sagen? Wie wäre es mit, ich war dumm, selbstsüchtig, tollkühn, blind, störrisch und ich stinke nach Blut und Scheiße? Meine Fassung gefiel mir besser. Eivor, sieh nur! Jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel. Kiltwies Männer. Sie nagen an jedem freien Fleckchen Land wie Hunde an einem Knochen. Selbst wenn du halb tot wärst, könnten wir sie leicht besiegen. Ja, dann plündern wir doch einfach mal. Na komm. Schön, wir werden überhaupt nicht beachtet. Ah, Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, nicht zurück zum Schiff. Da ist noch ein Schatz drin. Den hätte ich gern noch. Knochenbeißer. Oh. Ah, schöne Karte auf jeden Fall. Ich will aber ins Inventar. So, die haben wir jetzt aktuell ausgerüstet. Kann ich vergleichen? Ich kann vergleichen. Ja. Sorry, Vater. Aber die Axt ist ein bisschen, ist ein bisschen geiler. So. Aber das hat uns jetzt im Großen und Ganzen... Da sind immer noch welche am Leben. Geduld zahlt sich aus. Noch mehr? Das darf es doch jetzt bitte gewesen sein. So, aber ich würde sagen, bevor wir nach Vornberg segeln, beende ich sie an dieser Stelle und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. War auf jeden Fall ein wunderbarer Auftakt und ich hoffe, es geht genauso interessant und spannend weiter. Also, bis zur nächsten Folge und ciao.